Ja, moin moin aus China. Ich bin's, der Felix von Go Aquaponik, und ich dachte, heute sprechen wir mal ein bisschen mit euch über so die Hauptursachen, die Nährstoffmängel verursachen können. Ja, da wäre zum einen unser Stickstoffkreislauf, unser aktiver Stickstoffkreislauf. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem frisch geborenen Baby. Ja, wenn ihr ein ganz neues System habt, im Prinzip habt ihr noch keine Bakterien in eurem System. Das heißt im Prinzip, ihr habt auch keine Verdauung, wie jetzt bezogen auf das kleine Kind. Ja, das heißt, normalerweise werden ja beim kleinen Baby über die Muttermilch werden die ersten Bakterien sozusagen, siedeln sich in der Darmflora an, und so kann das Kind dann halt auch irgendwann mal die Nährstoffe verwerten oder beziehungsweise auch feste Nahrung zu sich nehmen. Genauso ist das im Grunde bei so einem Aquaponics-System. Wir brauchen diese ganz wichtige Brücke, die die Ausscheidung der Fische in Form von Ammonium am Ende über Nitrite dann in Nitrate umwandelt. Und das funktioniert halt, diese Brücke, nur über die Bakterien, die sich über einen etwas längeren Zeitraum in dem System ansiedeln. Das heißt, wenn wir von Anfang an, sagen wir mal, unser System vielen Fischen besetzen und wir nicht diesen aktuellen Stickstoffkreislauf zum Laufen bekommen, ja, werden wir immer Probleme haben. Daher habe ich auch schon mal ein Video zugemacht, zieht euch das auf jeden Fall nochmal rein, über den Stickstoffkreislauf. Auch noch mal ein weiteres darüber, wie man diese einzelnen Indikatoren testen kann. Sprich die Nitrite, sprich die Nitrate. Denn das sind halt ganz wichtige Indikatoren für uns, um zu sehen, ob unser Stickstoffkreislauf auch wirklich funktioniert. So wie halt auch unsere Ammoniumwerte. Ja? Das heißt, geht das Ganze langsam an. Ja? Es macht keinen Sinn, das System zu versuchen, überschnell zum Laufen zu bringen. Und auch da, wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann mit diesen flüssigen Bakterienstarter arbeiten, aber es dauert immer etwas Zeit. Es wird nicht super schnell funktionieren. Ja, man sollte definitiv gerade am Anfang regelmäßig Tests machen, um sicherzustellen, dass es da keine Probleme gibt. Denn erst wenn wir die Nitrate, sprich am Ende den Stickstoff, für unsere Pflanzen erhältlich haben bzw. liefern können über diesen geschlossenen Kreislauf durch die Bakterien, da erst dann können die Pflanzen auch komplett mit dem Stickstoff, sprich den Nitraten, versorgt werden. Ja. Der zweite Indikator ist der pH-Wert. pH-Wert auch ganz wichtige Geschichte, denn stimmt der pH-Wert nicht, können wir alle Nährstoffe im Wasser haben. Und trotzdem können die Pflanzen die Nährstoffe nicht aufnehmen. Ja, auch dazu habe ich noch mal ein Video gemacht, warum der pH-Wert so wichtig ist. Ja, das ist wirklich einer der Hauptindikatoren. Das heißt, ist euer pH-Wert ja komplett außerhalb des Levels, sage ich jetzt mal, beziehungsweise außerhalb diesem Bereich zwischen 6,2 und 6,8, beziehungsweise 6 und 7, ja, dann gibt es auf jeden Fall Probleme mit gewissen Nährstoffen, wollen wir natürlich vermeiden. Also auch hier regelmäßig pH-Wert testen, ja? Das ist ganz wichtige Geschichte, nur dann kann es funktionieren. Und der letzte Punkt wäre natürlich hochwertiges Futter. Ja, wenn ihr minderwertiges Futter nehmt, habt ihr natürlich auch im Endeffekt am Ende große Probleme wahrscheinlich mit Nährstoffproblemen. Ja? Wobei Fischfutter meistens nicht so ausgelegt ist von den Herstellern, dass alle Nährstoffe wirklich über dieses Fischfutter geliefert werden können. Das heißt, so eines der Probleme, die man unter Umständen im Aquaponics-System fast nicht umgehen kann, ist Eisenmangel. Eisenmangel tritt in vielen Aquaponics-Systemen aus. Dazu kann man Eisenchelat kaufen. Aber was ich halt versuche, ist halt wirklich einfach über eine ausgewogene Ernährung der Fische das Ganze zu umgehen. Sprich Wasserlinsen füttern. Sprich vielleicht ab und zu mal, wenn es möglich ist, Würmer füttern. Sprich je nach Fischen vielleicht auch mal gewisse Küchenabfälle füttern. Ja? Das sind halt alles so Sachen, aber da muss man halt ein bisschen rumexperimentieren, und trotzdem kann es sein halt, dass man da gewisse Nährstoffmängel hat. Ja? Also da definitiv auch wirklich ganz genau darauf achten, hochwertiges Futter. Ich meine, ist auch nichts anderes wieder wie bei uns Menschen. Gute, hochwertige, ausgewogene Ernährung führt auch bei uns zum gesunden Körper und gibt uns viel Energie. Ja, und der letzte Punkt wäre natürlich die Wasserqualität. Ja? Und auch da gibt es halt wieder, spielt ja auch im Grunde in dem Fall der Eisengehalt mit rein. Ja? Also je nachdem, wo ihr wohnt, habt ihr unterschiedliche Werte, Wasserwerte.
Und Deutschland hat ein sehr, sehr gutes Leitungswasser. Hier in China muss ich mein Wasser immer grundsätzlich bearbeiten im Grunde oder gewisse Sachen zufügen oder herausfiltern, damit ich das Wasser überhaupt wirklich genutzen kann hier. Ja? Denn das Wasser ist hier definitiv keine Trinkwasserqualität und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja? Also je nachdem, wo ihr wohnt, habt ihr mehr Mineralien oder weniger Mineralien in eurem Wasser, habt ihr einen Brunnen, ist das natürlich perfekt sozusagen. Ja? Denn da sind meistens oft, oder da kommt es auch da wieder drauf an, was für Steine und woraus ist der Brunnen gemacht und all solche Sachen. Also, es gibt aber Leute in Amerika, die sagen, okay, das Einzige, was sie in ihrem Aquaponics-System alle paar Monate mal hinzufügen, ist ein Eisenchelat und ein bisschen Calcium. Also, liebe Leute, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Wie gesagt, viele Parameter spielen in dieses Nährstoffmanagement mit rein und es ist nicht immer so ganz so einfach. Nur, um euch da nochmal einen Hinweis drauf zu geben, ja, jetzt denken vielleicht manche, naja, okay, was soll ich denn überhaupt Aquaponik machen? Dann baue ich doch lieber auf Erde an. Auch bei Erde ist es nicht anders. Minderwertige Blumenerde werdet ihr auch innerhalb von kürzester Zeit Probleme haben, dass sich die Pflanzen vergeben. Meistens ist es da dann direkt Stickstoffmangel und ihr müsst dann entsprechend mit Dünger arbeiten. Ja? Also egal, ob es der Garten ist, egal was es ist, früher oder später kommt man nicht darum, entweder mit gutem Kompost zu arbeiten oder halt im Grunde wirklich gesunde Erde aufzubauen. Ja? Ich hoffe, das konnte euch alles helfen. Falls ja, wie immer, gebt mir einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr seid damit bei. Aquaponics Challenge 2018, 1000 Leute zusammenzubekommen, ein Aquaponics-System zu bauen und ja, ansonsten Kommentare, Anregungen, Ideen, eure eigenen Erfahrungen immer einfach hier unten rein und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen.